Es ist gerade mal 2 Tage her, da hat die Brandenburger Landesregierung verkündet, dass Eltern für das vorletzte Kita-Jahr keine Beiträge mehr zahlen müssen. Es gibt aber immer fast einen Haken, so auch hier. Nur ist der schon lange bekannt. Die Kitas haben zu wenig Erzieherinnen und Erzieher. Ein Problem, für die der brandenburgische Bildungsminister Freiberg nun eine Lösung hat. Sogenannte Ergänzungskräfte einsetzen, die eine pädagogische Mindestqualifizierung haben. Erzieherinnen light also. Die Kritik ließ nicht lange auf sich warten. Sie sind die Zukunft, Kinder. Und es gibt sie glücklicherweise in solchen Mengen, dass ihre Betreuung Kopfzerbrechen macht. 190.000 Kinder werden allein in Brandenburger Kitas betreut. Gut 24.000 Erzieherinnen und Erzieher nehmen sich dort ihre an. Zu wenige. 3.000 bis 4.000 müssten es mehr sein, schätzt die Gewerkschaft GEW. Um diese Lücke zu schließen, will der Bildungsminister nun mehr Personen ermöglichen, auf den Erziehungsberuf umzusatteln. Ergänzungskräfte werden sie genannt und sie sollen schnell kommen. Wir führen eine neue Personalkategorie der Ergänzungskräfte ein, die in einem festen Verhältnis nicht mehr als 20% der in der Personalbemessung, so heißt das Wort, vorgesehenen Kräfte dort tätig sein dürfen unter Anleitung. 20% der Stellen für Erzieherinnen und Erzieher also sollen durch Ergänzungskräfte besetzt werden können. Die Anforderungen an diese sind deutlich geringer als bislang. Sie müssen einen Berufsabschluss vorweisen, gute Deutschkenntnisse haben und bereit sein, sich 300 Stunden lang qualifizieren zu lassen. Dass in Zukunft Quereinsteiger aus jedem Berufsfeld kommen können, gefällt der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft nicht. Sie fürchtet um das Niveau der Kita-Betreuung. Wenn es ein zusätzliches Angebot wäre, wäre es sinnvoll. Aber es sollen ja bis zu 20% der Stellen einer Kindertageseinrichtung zukünftig mit nicht qualifiziertem Personal besetzt werden können. Das ist ein gravierender Eingriff in die Qualität der Kitas. Wenn Quereinsteiger, so die Gewerkschaft, dann müssten diese gleich wie alle anderen Erzieherinnen bezahlt und berufsbegleitend über mehrere Jahre zu vollwertigen Erziehern fortgebildet werden. Das fordern auch die Kita-Träger selbst. Um mit Ergänzungskräften die Lücken bei der Erziehung zu schließen, müssten diese eine gleichwertige Perspektive bekommen. Wir sagen, wenn es ermöglicht wird, sie voll zu refinanzieren auf der Stufe von ErzieherInnen, und danach sie gleichzeitig weitergebildet werden, dann ist das ein ganz probates Mittel, ein guter Weg, wie das gelingen kann, noch mehr Menschen zu gewinnen. Noch wird an der neuen Verordnung für Ergänzungskräfte in der Kita gearbeitet. Spätestens im Herbst aber soll sie beschlossen werden.